Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich mir gedacht, ich mache mal ein bisschen was anderes. Ich habe ja schon berichtet, man soll aufpassen bei eBay, was mit den Bewertungen und so weiter. Und habe jetzt eine Mystery Box bestellt, wovon ich ausgehe, dass da wirklich nur Schrott drin ist. Mal die Fakten, ich blende euch das auch ein. Also die kostet regulär 20 Euro plus 4,99 € Versand. Soll einen Wert bis zu 300 Euro haben. Es soll enthalten sein, können enthalten sein, gebraucht und neu. Schmuck, iPhone, iPad, Markenklamotten, Haushaltsgegenstände, Kabel, Handys, Klamotten. Also, wie gesagt, ich blende euch das ein und in dieser Box sollen einen Wert von 15 bis 300 Euro haben. Es gibt auch die Möglichkeit, dort einen Preisvorschlag abzugeben, das habe ich gemacht. Und habe ihm 10 Euro angeboten plus 4,99 € Versand. Jetzt kommen wir schon mal zum ersten, wo ich weiß, dass es jemand ist, der absolut eine Abzocke macht. Ich habe die Adresse mal abgemacht, aber wie man sieht, Päckchen S bis 2 Kilo. Das heißt, es ist unversichert und das Billigste, was man so versichern kann. Ich habe das mal hier drauf geschrieben. Päckchen kostet 3,79 €. Ihr habt 4,99 € bezahlt und zwar für ein Paket, sprich versichert nachvollziehbar. So, das heißt, er hat damit schon mal 1,20 € Gewinn gemacht. Und dieses Paket oder Päckchen ist nicht sonderlich groß. Also wenn da jetzt Waren im Wert von 300 Euro sind, bin ich echt überrascht. Also wie gesagt, ich blende euch das ein. Ich habe auch vorher in den Bewertungen geguckt, die waren eigentlich soweit okay. Eigentlich habe ich jetzt gesehen, dass eine negative Bewertung auch für eine Mystery Box mit dabei ist. Wie gesagt, ich werde dementsprechend dann auch eine Bewertung hinterlassen, wie das ist, aber das ist jetzt einfach mal eine Box, damit ihr seht, nicht alle Mystery Boxen sind toll, sondern man kann eben auch böse auf die Schnauze fallen. Also ich habe halt gedacht, okay, für 15 Euro jetzt, 15 Euro soll der minimale Wert drin sein. Gucken wir mal, ob es wirklich so ist oder ob da absolut nur Schrott drin ist. Derjenige verkauft auch noch mehr Boxen. Es ist die Frage, ob ich den Namen zeigen soll, geht wahrscheinlich aus Datenschutzgründen nicht. Aber ja. So, ich habe es aufgemacht. Jetzt schauen wir mal. Okay, das sieht nach einer Handyhülle aus. Ja, gut. Handyhülle für ein Huawei P10 Lite. Das ist jetzt, glaube ich, ja, gut, okay. Keine besondere Marke, aber weiß nicht, was das kostet. Kann man hier scheinbar auch nochmal aufmachen. Kann man wohl noch Geld mit reinmachen. So wie es aussieht, sind da nur Handyhüllen drin. Okay, dann haben wir hier noch eine für ein LG Mobile. Sagt mir gar nichts. Ja, zumindest ist bisher alles neu. Da haben wir nochmal das gleiche. Ich glaube, es ist sogar haargenau das gleiche. Ja. Das scheint genau das gleiche zu sein. 2017, ja, top modern. Dann haben wir hier noch, hey, ich habe nicht mal eine Ahnung, was das ist. Wi-Fi Remote Attachment Keys und Rings. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Attachment Key and Rings für eine GoPro. Ist von der Firma GoPro. Okay, dann muss man schauen, was genau. Das sieht hier aus wie so kleine Schlüssel. Da steht GoPro drauf. Und das sind sowieso aus kleine Schlüsselringe. Vielleicht um die GoPro zu resetten. Ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir hier noch ein Case drin. Ein durchsichtiges, so wie es aussieht. Oh, für ein S6. Das ist natürlich schon top modern, ne? Ist da noch irgendwas drin, oder? Ja, okay. Okay, also für 15 Euro kann man sich jetzt drüber streiten. Also die Sachen sind auf jeden Fall mal neu. Ich habe jetzt eigentlich wirklich schrottige Dinge erwartet. Also ich meine, das ist jetzt nichts besonders Geiles. Es ist irgendwas von GoPro mit drin. Ich gucke jetzt mal, ob ich da irgendwas an Preisen rausfinde und würde mich dann gleich nochmal melden. So, also wie ich mir schon dachte, ja, also 300 Euro sind es nicht geworden, aber ich glaube, das kann sich jeder denken bei dem Inhalt. Also, ich weiß nicht, wer diese Dinger da braucht. Also, sie sind von GoPro. Okay. So, ich habe jetzt mittlerweile rausgefunden, hier steht der Wi-Fi Remote Attachment Keys. Das heißt, diese Dinger
steckt man wohl mit dieser kleinen Öffnung unten in die Fernbedienung von der GoPro. Und dann kann man an diese Öffnung hier in Keychain, Lanyard oder sowas dran machen. Eben mit dem Schlüsselring. Beziehungsweise da einen Schlüsselring durchmachen. Ja, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, keine Ahnung. Also, ja. Also die Sachen sind original eingepackt. Okay, muss ich jetzt sagen, ist in Ordnung. Das Ding hier kostet, so wie es ist, 5,90 Euro. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand kaufen wird. Ja. Also das hier sind 6 Euro. Dann haben wir diese wundervollen Case für scheinbar ein K10 2017 LG Mobile. Die scheinen auch noch so original eingepackt zu sein. Das ist so ein Ding zum Aufklappen. Brauche ich jetzt nicht besonders zu zeigen. Ist jetzt nicht besonders aufregend. So eins kostet 3,60 Euro. Ja, davon haben wir genau 2 Stück. So, das hier, wo ich dachte, naja, kann vielleicht sogar ein bisschen was wert sein, weil das halt, ja, so Buchstyle-mäßig ist und wo man Geld reinpacken kann und so. Und Huawei P10 Lite ist jetzt, glaube ich, noch nicht so alt, bin ich mir aber auch nicht ganz so sicher. Das Ding hier kostet 4,40 Euro. Also, ja. Und dann haben wir das noch. Das habe ich nur gefunden aus Australien. Ja, wo ich mir auch denke, jo, alles klar. Also ist kein Shop, nicht mal Amazon oder sowas listet das hier. Für den Samsung Galaxy S6. Ich weiß nicht, wer noch ein S6 hat. Vermutlich niemand mehr. Und wenn, ja. Also es ist original eingepackt. Ich habe es jetzt einfach mal mit 4 Euro gelistet. Ob es wirklich so ist, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Also, so sind wir jetzt beim Wert von, kurz zusammenrechnen, 16, 14, 17, ey, da sind wir sogar mehr, also sind wir ungefähr bei 20 Euro jetzt. So. Also, gegeben waren 15 bis 300. Also, ich sag euch jetzt schon mal eins. Wenn ihr so Angebote seht, da wird niemals bis zu 300 Euro irgendwas drin sein. Niemals. Wie gesagt, hier Schmuck, iPhones, Samsung Galaxy Modelle, Markenklamotten, Playstation, MacBook. Kann 15 bis 300 Euro enthalten. Ich habe jetzt noch weitere Angebote gesehen, auch andere Mystery Boxen, wo eben dann drin steht, kann 125 bis 3000 Euro enthalten. Lasst euch von sowas nicht locken. Fallt da nicht drauf rein. Und wie gesagt, ganz wichtig, lest die Bewertung. Wie gesagt, ich werde nicht den Nutzernamen zeigen, aber dementsprechend die Anzeige, das Bild und so weiter, der Rest wird zensiert. Dann könnt ihr selbst gucken, von wem das ist. Ich habe mir die Bewertungen durchgelesen, die waren soweit okay. Wie gesagt, mittlerweile ist eine negative Bewertung dabei. An sich müsste ich hier sagen, es ist für mich eine neutrale Bewertung, keine negative, weil der Wert, den ihr angegeben habt, ist dabei. Ja, also es ist zwar jetzt nichts dabei, was er geschrieben hat, ich müsste das nochmal genau durchlesen, beziehungsweise ich überlege mir das nochmal, von wem das ist. Wie gesagt, ich blende euch das ein und ja, wollte schon mal eine Ankündigung machen, und zwar habe ich jetzt nochmal eine Mystery Box bestellt. Da geht es wieder um Funkos, die ist auch von eBay, und bin gerade im Überlegen, ob ich nochmal eine Mystery Box bestelle von eBay. Ich habe da einen Preisvorschlag gekriegt. Ja. Da das bei euch relativ gut ankommt, habe ich gedacht, komm, ich bestelle mal ein paar kleinere. Und wie gesagt, das war jetzt extra für euch, damit ihr gewarnt seid, weil eben, lasst die Finger davon. Wenn, dann kauft wirklich von seriösen Verkäufern, die mehr als 100 Bewertungen haben oder schon mehrere haben. Also dieser hat jetzt 9 Bewertungen. Das heißt noch relativ neu, nicht viele. Und dann kann man sich eben unter den Bewertungen auch angucken, welche Artikel bewertet wurden. Und wenn da zum Beispiel Mystery Box steht und da jemand schon eine negative Bewertung gemacht hat, bei demjenigen steht jetzt ein Punkt drin, ist natürlich nicht sehr sinnvoll. Deswegen, wenn ich was kaufe und es ist Schrott, dann schreibe ich dem Verkäufer, sage dem hier, so und so sieht's aus. Hier hat er jetzt zum Beispiel, wie gesagt, das hier, ich kann es nochmal zeigen. Es ist als Päckchen verschickt worden. Er hat es aber angegeben, Paket. Ja, ich habe jetzt, der Name steht hier noch, aber keine Adresse, also ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, wenn ihr das seht, lasst die Finger weg. Als ich gesehen habe, dass das Paket gekommen ist und habe dann gesehen, wie groß das Paket ist und dass hier angeblich 300 Euro drin sein sollen, ja, das ist ja wohl lachhaft. Also der Wert ist in Ordnung, da hat wohl irgendjemand selbst mal Mystery Boxen gekauft oder Lagerverkäufe oder keine Ahnung was und hat da jetzt einfach irgendwas reingeschmissen.
Wie gesagt, ich mache selbst aus dem ganzen Kram, den ich kaufe, mache ich Mysteryboxen. Ich stelle das aber auch wirklich so zusammen, dass es kein Schrott ist, dass jeder seinen Wert wiederbekommt und dass da eben nicht nur Handyhüllen drin sind, sondern dann eben entsprechend auch mal eine Kamera oder alles Mögliche, was ich eben bekommen habe. Und so versuche ich eben das Geld wieder rauszuholen, was ich eben in Mysteryboxen gesteckt habe. Ja, weil ich habe für sowas keinen Bedarf, ich habe keinen GoPro Remote. Ja, ich habe kein S6, ich habe kein Huawei. Was soll ich damit? Ja, und ja, wie gesagt, ich hoffe für euch ist es informativ, sowas mal zu sehen. Wie gesagt, das ist alles, was in dem Paket jetzt drin war. Ich habe 15 Euro bezahlt. Normalerweise fordert er 20 Euro plus Versand, also 25 Euro für 15 Euro Inhalt. Also 15 bis 300, aber 300 wird er niemals machen. Das ist eine viel zu große Preisspanne. Wenn jemand so eine große Preisspanne angibt, dann kann das schon nichts geben. Dann ist das definitiv lost, ja. Also wenn ich Mysteryboxen verkaufe, dann gebe ich immer den Wert an, der mindestens drin ist. Bei mir sind das entweder 50, 70 oder 100 Euro. Wenn ihr bei eBay guckt, vielleicht findet ihr auch meine Angebote, könnt gern drauf bieten. Wie gesagt, bei mir ist definitiv kein Schrott drin. Ihr kriegt genau das, was in der Beschreibung drin steht. Wenn da steht 100 Euro, dann sind es wahrscheinlich sogar 120. Aber bei so einer Preisspanne 15 bis 300 Euro, lasst die Finger weg. Außer ihr macht eben Videos so wie ich. Ja, ich habe das jetzt wirklich nur für das Video gekauft, weil es ist einfach nur Schrott. Ja, und bei 15 Euro dachte ich mir, okay. Es gibt aber auch eben andere Boxen, die sind für wesentlich teurer drin. Mit Klamotten und alles Mögliche. Das ist einfach nur eine komplette Verarsche. Deswegen passt da bitte auf und ja, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert und seid gespannt aufs nächste Video.